Wir berichten regelmäßig darüber, dass die Ukrainer mit ihren Kamikaze-Drohnen russisches Kernland angreifen, wie jetzt ja auch gerade erst gestern Moskau. Wir berichten auch regelmäßig darüber, dass ukrainische Sabotagetrupps in die Russische Föderation eindringen, also auf russischem Kernland aktiv sind. Das war im März der Fall bei Bryansk, dann auch im Mai in der Provinz Belgorod, dass es da dann auch Gefechte gibt mit Toten und Verletzten. Aber was wir nicht so sehr auf dem Radar haben, ist, dass es in Russland, also in der Russischen Föderation, im russischen Kernland, Städte gibt, die de facto Kriegsgebiet sind. Und zwar handelt es sich dabei vor allem um die Stadt Schebekina. Sie befindet sich in der Provinz Belgorod, rund 6-7 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Grenze entfernt. Eine Stadt mit rund 45.000 Einwohnern und sie ist regelmäßig unter Beschuss der Ukrainer. Da verwenden dann die ukrainischen Streitkräfte häufig die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad, ein sowjetischer Mehrfachraketenwerfer, oder auch die hochmodernen HIMARS, wie es hier aus Russland heißt, also die US-Mehrfachraketenwerfer. Und es kommt immer wieder auch nicht nur zu großem Sachschaden, sondern auch zu Toten und Verletzten. Und jetzt hat der Gouverneur von Belgorod gesagt, dass er eine Maßnahme einleiten wird und 300 Kinder evakuieren lassen wird Richtung Voronesch. Voronesch liegt zu ca. 200 Kilometer nördöstlich dieses Krisengebiets, wenn man so will, dieses Kriegsgebiets auf russischem Boden. Und das ist deswegen so erwähnenswert, wie ich finde, weil Russland diese Tatsache, dass de facto auch auf russischem Kernland gekämpft wird und dass de facto auch russische Städte wie Schebekina Kriegsgebiet sind, natürlich zum Vorwand nehmen kann, wenn es dann dem Kreml ins Konzept passt, diesen Krieg weiter zu eskalieren. Und das halte ich für höchst gefährlich, weil es eigentlich nur auf die Lesart des Kremls ankommt. Und dann werden Argumente herangezogen und dann heißt es ja, russisches Gebiet wird angegriffen. Wir haben nun das Recht, weiter zu eskalieren und Waffen einzusetzen, die bisher noch nicht eingesetzt worden sind. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.